So, herzlich willkommen zurück. Wir sind im letzten Block in diesem Saal angekommen im Laufe des E-Days und geben noch einmal alles. Während sich hier im Haus der Wirtschaft jetzt die Seele schon ein bisschen leeren, werden es draußen immer mehr. Wir haben uns gerade die aktuellen Zahlen geben lassen. Wir sind ja schon den ganzen Tag über Livestreaming mit der Außenwelt verbunden und offenbar sind jetzt auch schon wieder die Ersten aus dem Büro wieder draußen. Jetzt werden die Zahlen deutlich mehr. Also wir haben ein recht angeregtes Publikum auch draußen, denn es geht jetzt um das elektronische Beschaffungswesen, neue Entwicklungen im E-Procurement, Erfahrungen aus den Bereichen der öffentlichen und privaten elektronischen Beschaffung, wie Sie zu solchen Aufträgen kommen und oder was Sie tun müssen, wenn Sie öffentlich ausschreiben. Wir haben wieder drei Themenblöcke für Sie vorbereitet, drei Vorträge sind für Sie vorbereitet worden und Sie haben auch hier wieder die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Es folgt wieder dem gleichen Muster, 20 Minuten Vortrag und dann stehen die Referenten des jeweiligen Vortrages für Sie noch 10 Minuten für Ihre Fragen zur Verfügung oder gerne auch für Diskussion oder Feedback oder wie immer Sie diese 10 Minuten füllen wollen. Solange es zum Thema passt natürlich. Wir beginnen mit Herrn Martin Schiefer. Er spricht über die neuen EU-Rahmenbedingungen für die elektronische Auftragsvergabe. Er ist Partner bei Heid Schiefer Rechtsanwälte. Mit mehreren Schwerpunkten ist er dort Partner, aber zwei davon interessieren uns hier besonders, nämlich seine Expertise im Bereich der IT-Beschaffungen und dem E-Procurement und seine Expertise im Bereich der Ausschreibungen im Gesundheitsbereich. Darüber hinaus ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Europäischen Parlament und Assistent am Forschungsinstitut für Europarecht der Universität Graz. Und er sagt, seit 2014 steht der Fahrplan fest. Nach dem neuen EU-Vergaberichtlinienpaket haben die öffentlichen Auftraggeber die Vergabe nun einmal elektronisch zu implementieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Und das heißt für die Unternehmen, sich spätestens jetzt E-Procurement fit zu machen. Hier erfahren Sie wie. Herzlich willkommen, Herr Martin Schiefer. Vielen Dank. Ich mache das vielleicht für Sie. Das ist sehr lieb. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich darf Sie ein bisschen über das E-Procurement und die rechtlichen Rahmenbedingungen heute informieren. Schauen wir, dass das gleich anspringt. Das ist aber nicht so schwierig. Ich kann den Text auch so ohne Folie. Wir haben neue Richtlinien bei der Europäischen Union bekommen. Und diese neuen Richtlinien sagen uns in Wirklichkeit, dass wir nicht mehr viel Zeit haben in Österreich, die Richtlinien und die ersten Schritte zu setzen. Sie wissen, wie lange ein IT-Projekt in der öffentlichen Hand dauert. Der letzte öffentliche Auftraggeber muss 2018 umgesetzt haben. Das heißt, wir haben jetzt 2015, wir haben nur mehr 3 Jahre Zeit, hier etwas zu tun. Was ist der rechtliche Rahmen? Wir haben am 28. März 2014 neue Vergaberichtlinien bekommen. Sie werden sehen, für die Vergabeanwälte, für die öffentlichen Auftraggeber und für Sie als Bieter wird die Arbeit nicht ausgehen. Unser Kanzleimotto ist, es bleibt komplex. Also es wird durch die neuen Richtlinien sicher nicht einfacher, sondern schwieriger. Was aber Ihren Prozess einfacher machen wird, ist das, was wir hier unten haben, die elektronische Vergabe. Das heißt, die Richtlinien werden Sie, die öffentlichen Auftraggeber, dazu zwingen, elektronisch zu beschaffen und der Fahrplan ist klar, ausschließlich elektronische Kommunikation in Vergabeverfahren bis zum 18.04.2016, das ist bitte innerhalb des nächsten Jahres umzusetzen, für zentrale Beschaffungsstellen, die ein bisschen mehr Beschaffungsvolumen haben als der normale öffentliche Auftraggeber bis zum 18.04.2017 und für sonstige Auftraggeber bis zum 18.10.2018. Sollten Sie als öffentlicher Auftraggeber jetzt noch keine Markterkundung durchgeführt haben, wird es bitte allerhöchste Zeit, dass Sie sich einmal mit diesen entsprechenden Plattformen und den Anbietern hier beschäftigen. Was muss man tun? Es geht um elektronische Bekanntmachung und da braucht man in Österreich, braucht einem nicht bange werden. Elektronische Bekanntmachungen gehören mittlerweile zum Regelstand, da haben die Österreicher kein Problem. Elektronische Kommunikation, ja, da nehmen wir eine E-Mail. Wenn Sie heute beim E-Day waren, werden Sie sehen, E-Mail ist schon lange out, vielleicht kann man irgendwann einmal die Bieterkommunikation noch twittern. Das darf man natürlich nicht, um die Anonymität des Verfahrens nicht zu gefährden. Aber da wird sich einiges tun, wir haben uns gerade vorher ein bisschen unterhalten, was da für uns alles passieren wird. Elektronische Teilnahmeanträge, elektronische Angebote, das wäre dann sozusagen die Endausbaustufe.
Was nicht in den Richtlinien berücksichtigt ist, ist, wie Sie im Innenverhältnis als öffentlicher Auftraggeber dann mit diesen Angeboten, die elektronisch eingelangt sind, wie Sie mit denen umgehen. Also wie Sie sie verarbeiten, wie Sie sie bearbeiten, wie Sie sie bewerten und wie Sie im Innenverhältnis entsprechend die Kommunikation führen. Das ist nicht verpflichtend elektronisch. Aber wenn Sie sich das schon einmal anschauen, kann man sagen, wenn Sie E-Procurement in Ihrem Unternehmen einführen, sowohl als Auftraggeber und als Bieter werden Sie das müssen, wenn Sie sich mit der öffentlichen Hand beschäftigen, dann müssen Sie eigentlich ein Change-Projekt anstellen und Sie müssen hier einmal Ihre eigenen Prozesse analysieren, denn das 1:1 zu übertragen wird in der Form nicht funktionieren. Und warum empfehlen wir Ihnen, auch relativ rasch in dieses Thema zu gehen? Schauen Sie sich die Maßnahmen der österreichischen Korruptionsstaatsanwaltschaft an. Hier geht es vor allem um Compliance, hier geht es vor allem um Manipulationssicherheit und wie Sie ja schon aus dem EU-Primärrecht sehen, gibt Ihnen die Europäische Union ganz klar vor, Sie müssen in Ihren Beschaffungsprozessen sicherer werden. Was ist jetzt der große Unterschied zwischen den Papiervergabeverfahren und dem E-Procurement? Schauen wir uns die Bekanntmachungen an. Da tut sich eigentlich jetzt in Österreich einmal nicht allzu viel, außer dass man die Daten in der Vergabeplattform erfassen kann und dann an das Publikationsorgan übermittelt. Das ist bei vielen Auftraggebern mittlerweile Standard. Umgekehrt bitte, wenn Sie ein Bietervertreter sind, schauen Sie, dass Sie die entsprechenden Suchmaschinen aktualisiert haben, damit Ihnen keine Bekanntmachungen durch die Lappen gehen. Ausschreibungsunterlagen. Die werden teilweise noch gebunden, sie werden teilweise noch per Post versandt und so weiter und so fort. Das können Sie mit der Plattform alles vergessen. Ich würde das, wenn Sie sich hier anschauen, zur Verfügungstellung zum Download über die Vergabeplattform mit Zeitstempel, alles dokumentiert, durchaus sagen, da hat man einen großen Zeitvorteil. Und um es mit Präsident Leitl zu sagen, die Zeit, die Sie sich sparen, können Sie dann im Wirtshaus verbringen. Und das, was Sie im Wirtshaus machen, ersetzt wieder 3 Psychiater. Also E-Procurement hilft eigentlich, Sie wieder fitter zu machen. Formulare und Beilagen, sind jetzt alle Beilagen da oder sind sie nicht da? In der Vergabeplattform kann Ihnen das nicht passieren, denn der Bieter muss alle entsprechenden Beilagen anhaken, sonst kann er sein Angebot gar nicht mehr abgeben. Was eine Vergabeplattform bitte nicht verhindern kann, muss man auch ganz klar sagen, dass man in so ein Formular irgendwas hineinschreibt. Also wenn die Referenz als Mickey Mouse bezeichnet wird, dann wird hier auch Mickey Mouse auftreten, aber Sie haben zumindest eine Beilage abgegeben, wo Mickey Mouse draufsteht. Fragebeantwortungen und Berichtigungen. Wie oft hört man das im Vergabeverfahren? Ich habe Ihre Berichtigung nicht bekommen, deswegen musste ich das ja anders schreiben und auch anders verstehen. Na bitte, über die Vergabeplattform mit den Zeitstempeldiensten ist ganz klar nachweisbar, wann der Unternehmer hineingeschaut hat und vor allem auch, wer in dem Unternehmen hineingeschaut hat. Es ist dann relativ schnell, es gab schon ein paar Vergabekontrollverfahren, klar, dass eigentlich die Geschäftsführer da nicht so sehr hineinschauen, sondern dass es eher das Backoffice ist und dann wird relativ schnell die Verantwortung vom Geschäftsführer auf die Sekretärin geschoben oder auf den Assistenten geschoben, der dann offensichtlich hier den Fehler gemacht hat. Aber für Sie als öffentlicher Auftraggeber, die Beweissicherheit ist bei einer E-Procurement-Plattform natürlich absolut gut und absolut sicher. Wie geht es Ihnen, wenn ein Freund zu Ihnen kommt, Sie sind öffentlicher Auftraggeber und sagt, du, ich möchte dir mein Angebot bringen, es ist 11:55, ich springe jetzt im 3. Bezirk ins Taxi und bin gleich bei dir im 13. Dann wissen Sie schon, das geht sich nicht aus. Was machen Sie dann? Sie halten die Uhren an, nehme ich an. Werden Sie nicht tun. Das Problem ist nur, wie weisen Sie nach, dass dieses Angebot verspätet gekommen ist, vor allem genau dann, wenn er um 12:10 bei Ihnen an der Tür läutet. Haben Sie eine Atomuhr? Haben Ihre Mitarbeiter auf die Uhr geschaut? Alles eine Beweisfrage. Sparen Sie sich bei der Plattform, indem hier ganz klar vor Abgabe überhaupt kein Zugriff auf die Angebote möglich ist und auch ganz klar ist, ob die auf die 100stel Sekunde genau abgegeben worden sind, rechtzeitig oder nicht. Also man spart sich sehr viele Diskussionen. Angebotsprüfung, wie gesagt, muss ich nicht in der E-Procurement-Plattform abbilden, aber wäre natürlich schon ganz interessant, ob man hier nicht den Zugriff auf Externe oder für Externe ermöglicht, wie zum Beispiel Ziviltechniker, Rechtsanwälte, Unternehmensberater. Das ist in der Praxis bei der Papierausschreibung immer wieder ein Thema. Wie viele Kopien brauche ich? Wann kommen die Kopien von einem Prüfer zum nächsten Prüfer? Wann setzt man sich wieder zusammen und geht diese physischen Unterlagen durch? Hier können Sie einen Datenraum einrichten, alle können zugreifen. Über Telefonkonferenzen kann man hier wirklich den Prüfprozess beschleunigen und schneller agieren. Mängelbehebungen und Nachreichungen ist genau das Gleiche. Sie können hier über die Vergabeplattform
ganz klar sagen, was wird nachgefordert, wie wird es nachgefordert und vor allem haben Sie eine Kontrolle über die Fristen. Prüfberichte, und da können Berater natürlich wunderbar Honorar gerieren, indem ich alles dreimal, viermal, fünfmal schreiben kann. Hier in der Vergabeplattform habe ich alle relevanten Daten drinnen und kriege das auch sozusagen zur Freigabe an die zuständigen Personen schneller raus als auf Papier und mit manueller Tätigkeit. Dann gibt es diese Zuschlagsentscheidungsgeschichte, fristauslösende Dinge über die Vergabeplattform wieder entsprechend dokumentiert, wann wurde versandt, wann wurde vom Bieter gelesen, wie hat sich der Bieter hier orientiert. Das ist bei einer Zuschlagsentscheidung, die Sie per Fax schicken, nicht der Fall. Und daher auch wieder ganz, ganz einfach zurück, eine Zuschlagsentscheidung bringt Ihnen natürlich viel mehr Rechtssicherheit. Und zu guter Letzt, wenn die Vergabeplattform gut organisiert ist, drücken Sie auf den Knopf und haben für Ihren Vergabeakt alles vorhanden. Der Rechnungshof zum Beispiel verlangt ja, dass Sie den gesamten Vergabeakt bis zu 7 Jahre aufbewahren. Wenn Sie mal größere IT-Verfahren gemacht haben, wissen Sie, das ist ungefähr ein halber Autokofferraum voll, nur an Unterlagen. Und wenn Sie jetzt eine Universität sind oder eine zentrale Beschaffungsstelle, dauert es nicht lang, bis Ihr Keller voll ist mit entsprechenden Ausschreibungsunterlagen. Und auch hier können Sie mit der Vergabeplattform die teuersten Büroflächen sparen, indem Sie sie nicht mit Altpapier vollräumen, sondern eher entsprechend revisionssicher abspeichern. Und was auch ganz wichtig ist, genau dieser Vergabeakt hilft Ihnen, das Know-how, das Sie in der Ausschreibung aufgebaut haben, auch zu halten und nicht zu verlieren. Wenn sich jetzt die einzelnen Abteilungen sozusagen verändern und man sagt, alle 3 bis 5 Jahre wiederholt sich so ein Ausschreibungsrhythmus, dann sind die Menschen, die diese Ausschreibung gemacht haben, vielleicht gar nicht mehr da und gar nicht mehr an dieser Stelle. Über einen Zugriff auf die Vergabeplattform wissen Sie zumindest, was die vor 5 Jahren gemacht haben. Archivierung, wie gesagt, schon angesprochen. Worum geht es jetzt bei so einer Implementierung einer E-Procurement-Lösung? Vielleicht auch noch ganz kurz, öffentliche Auftraggeber müssen ja auch eine E-Procurement-Lösung entsprechend ausschreiben. Erstes Thema Bedarfserhebung, zweites Thema Vergabeverfahren, drittes Bestellung und dann Rechnungslegung und Bezahlung. Wenn Sie gerade auf dieser Ebene sind, brauchen Sie hier nur weitergehen, dann sehen Sie schon die Unternehmen, die E-Billing anbieten, die auch E-Payment anbieten und Sie können sich daher sicher gleich ganz gut informieren. Also, was kann ich hier als Inhalte sagen? Planung, Budgetierung, Bestellsysteme, Einbindung des ERP-Systems. Im Vergabeverfahren, na, was soll die Plattform können? Soll sie auch Musterunterlagen beinhalten? Soll sie Bekanntmachungen erstellen können? Wie läuft die Bieterkommunikation? Prüfung und entsprechende Beendigung des Vergabeverfahrens. Rahmenvereinbarungen, sollen elektronische Kataloge hinterlegt sein und so weiter. Sie sehen, auch für die Berater, die unter Ihnen heute da sind, gibt es noch sehr viel zu tun, um den Auftraggeber in diesem Change-Prozess auch entsprechend zu begleiten. Ich möchte ganz klar darauf hinweisen, es ist nicht sinnvoll, den physischen Angebotsprozess oder Ausschreibungsprozess 1:1 auf der elektronischen Plattform abzubilden. Versuchen Sie es bitte umgekehrt, versuchen Sie den Prozess neu aufzusetzen und dann mit der entsprechenden Plattform zu unterlegen. Wir haben sehr, sehr gute österreichische Lösungen. Sie müssen nicht auf portugiesische oder auf spanische oder was auch immer Lösungen zurückgreifen. Bleiben Sie im Haus, bleiben Sie in Österreich. Das sind die BFERG-G-erprobten Plattformen und die würden wir Ihnen auch hier in diesem Bereich empfehlen. Elektronische Rechnungslegung. Naja, die elektronische Rechnungslegung des Bundes sollten Sie sich vielleicht nicht unbedingt zum Vorbild nehmen, aber man kann aus diesen Fehlern auch entsprechend lernen. E-Rechnung, E-Lieferscheine, Bestellsysteme, ERP-Systeme sind einzubinden und wenn Sie dann ganz sozusagen am Ende oder ganz aktuell sein wollen, dann könnten Sie natürlich auch elektronische Bezahlungen durchführen, sodass es eigentlich hier in dem ganzen Bereich überhaupt keine Medienbrüche mehr gibt. Vielen Dank, das war meine Durchfahrt durch das elektronische Beschaffungswesen. Ich stehe für Ihre Fragen gerne zur Verfügung. Danke. Vielen Dank. Das war allerdings ein sehr kompakter Ausflug durch eine hochkomplexe Materie und Sie haben schon angekündigt, es wird nicht leichter, es wird eher komplexer. Haben Sie denn Fragen an den Herrn Schiefer? Bitte schön, hier habe ich die erste Frage. Welche öffentlichen Auftraggeber sind jetzt ab 4/2016 bereits betroffen? Ich dachte, es sind die Zentralen, habe aber gelesen, dass die auf 2017 verschoben sind oder auf jeden Fall die Übergangsfrist bis 2017 ist. Na, wir haben die klassischen öffentlichen Auftraggeber, wir haben die Sektorenauftraggeber und es beginnt, wie gesagt, nach unserem Dafürhalten, wie wir die Richtlinien sehen. Der Gesetzgeber in Österreich muss ja noch umsetzen.
Der setzt erst mit März 2016 sozusagen um, dann werden wir ganz klar sehen, was er will. Auch bei den klassischen bereits mit 2016 bzw. 2017. Ja. Mhm. Weitere Fragen an den Herrn Schiefer? Ich habe noch eine, wenn Sie mir erlauben, Herr Schiefer, aber Sie können selbstverständlich sich gerne noch per Handzeichen melden, gell? Nur für den Fall, dass ich Sie nicht gesehen habe. Sie haben jetzt sehr kompakt dargelegt, was alles möglich ist. Sie haben ja aber jetzt in der Praxis tatsächlich auch viel mit der Umsetzung dieser Prozesse, mit den praktischen Umsetzungsprozessen zu tun. Wo würden Sie denn glauben, sind so die größten Herausforderungen, die größten Stolpersteine, über die man gerne fällt als Unternehmen, wenn man es dann mit der öffentlichen, mit der elektronischen Beschaffung zu tun bekommt? Also die größten Bieterprobleme, die wir im Moment sehen, liegen darin, dass die Bieter sich selbst nicht fit machen. Also was verlangt eine Vergabeplattform von einem Bieter, damit er rechtskonform ein Angebot abgeben kann? Das beginnt bei der, sage ich mal, Bürgerkarte. Das beginnt bei der Festlegung, welcher Mitarbeiter, welcher Geschäftsführer, Prokurist darf überhaupt das Angebot abgeben. Haben die auch die entsprechenden Signaturkarten? Das beginnt in der Regel damit, dass zu spät damit begonnen wird, die Unterlagen hochzuladen. Mhm. Also das, was man früher eigentlich unter dem Postlauf verstanden hat, wird von den Bietern meistens unterschätzt. Ausschreibungsunterlagen haben recht hohe Datenmengen. Sehr oft ist es so, dass die eigene Firewall diese Datenmengen gar nicht nach außen lässt. Und dann 5 Minuten sozusagen vor Abgabe des Angebots kommt man drauf, unser Angebot kommt nicht durch, lässt sich auf die Plattform nicht hochladen. Und teilweise sind die Ladevorgänge werden natürlich dann durch den Zeitstempeldienst unterbrochen. Und dann gibt es natürlich große Diskussionen, hat die Plattform funktioniert, wer war da jetzt schuld? Ja. Weil da geht es ja dann doch meistens um relativ viel Geld. Das kenne ich auch gerade von der Zentralmatura. Also wer gerade Kinder im maturafähigen Alter hat, der weiß ein Lied davon zu singen, wenn diese vorwissenschaftlichen Arbeiten hochgeladen werden müssen. Zum Zeitpunkt X, der Herr Peterker nickt schon sehr heftig. Gibt es sonst noch praxisrelevante Erfahrungen, die Sie an der Stelle gerne mit uns teilen würden? Ich meine, das sind zum Beispiel schon sehr wichtige, wissen Sie, auf der einen Seite natürlich Verordnung und so alles, was Sie vorgestellt haben, aber das ist jetzt so das wirklich richtige Leben. Gibt es da sonst noch die eine oder andere Erfahrung, die Sie mit uns teilen wollen? Was auch wichtig ist, wir haben in Österreich nicht eine Plattform für alle Unternehmen, sondern wir haben verschiedene Anbieter, die bei verschiedenen Auftraggebern tätig sind. Und wenn ich jetzt ein Anbieter bin, muss ich mich strategisch natürlich einmal erkundigen, welche Plattform ist bei welchem Auftraggeber im Einsatz und welche Anforderungen verlangt diese Plattform von mir. Das heißt, da haben es die Bieter wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwerer, als es die Auftraggeber haben, weil die Auftraggeber entscheiden sich ja bewusst in einem Prozess für eine Plattform, schulen dann ihre Mitarbeiter auf diese eine Plattform. Ja. Wohingegen die Bieter österreichweit natürlich schauen müssen, okay, welcher Auftraggeber hat jetzt welche Plattform im Einsatz und was verlangt diese Plattform von mir? Wie komme ich am geschicktesten zu da einem guten Überblick? Naja, es gibt einen sehr guten Leitfaden aus Ihrem Haus, also in der Wirtschaftskammer gab es ja bereits Analysen aus diesem Haus. In der Wirtschaftskammer Österreich bzw. Wirtschaftskammer Niederösterreich gab es einmal ein Forschungsprojekt, wo man einmal alle Plattformen oder alle, sage ich einmal, gängigen und empfehlenswerten Plattformen einmal analysiert hat und wo man dann gesagt hat, okay, was gibt es da alles und was sind da die Anforderungen dieser Plattform? Gut, ja, danke, also das ist schon mal sehr wertvoll. Keine Fragen mehr an den Herrn Schiefer, dann da sage ich vielen herzlichen Dank, Herr Schiefer. Dankeschön. Wir machen weiter mit Harald Peterker.